Und ich grüße euch zum kurzen Infovideo und ich habe mal wieder einen ganz großen Schwachsinn gerade in der Presse soweit gelesen. Der Artikel ist ein bisschen untergegangen, ist hier aus der FAZ, ist schon ein paar Tage alt, ist vom 31.03. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Thema, darüber möchte ich euch informieren. Und so geht es nämlich ganz genau darum, soll der Rundfunkbeitrag, für mich ist das die GEZ-Zwangsgebühr, das wissen wir ja, weil man ist gezwungen, diesen Beitrag zu bezahlen, auch wenn man diesen Service, dieses Angebot nicht nutzt. Und jetzt wird hier in der FAZ soweit getitelt Solidarbeitrag statt Rundfunkbeitrag. Und da geht es nämlich darum, dass es den Film- und Fernsehproduzenten aktuell schlecht geht. Das ist korrekt, ja klar, die können teilweise nicht arbeiten. Wir haben das mitbekommen. In Babelsberg, südlich von Berlin aus gesehen, ist, oder südöstlich, südwestlich aus. Dementsprechend, dort sind 600, glaube ich, waren es Mitarbeiter von einer Produktionsfirma, soweit jetzt auch gerade aktuell arbeitslos. Das ist absolut schrecklich, ganz klar, keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man sich überlegen, braucht man überhaupt diesen riesengroßen Apparat von Mitarbeitern, von verfügbarem Personal und so weiter und so fort? Reicht das nicht, wenn man das runterbricht auf ein paar Informationen oder informative Sender wie ein ARD, ein ZDF, ein WDR, die neutral berichten und nicht diese ganzen Spartensender, die es dabei gibt, Unterhaltungsprogramme, die Millionen Euro, das ist nicht übertrieben, hunderte Millionen Euro pro Jahr kosten. So bringen wir in Deutschland nämlich über 8 Milliarden Euro GEZ-Gebühren jedes Jahr auf. Aber das soll nicht reichen. Nein, es wird nämlich jetzt noch spannender. Es geht nämlich direkt weiter. Gerade weil diese Filmbranche nämlich hier in Not ist, geht es nämlich darum, ob man die mittlerweile angekündigte und die ist ja zu 99,9% sichere Erhöhung des Zwangsbeitrages zum 01.01.2021 auf 18,36 €, ob man den jetzt nicht nochmal erhöhen sollte. Es ist nicht so viel, aber jeder Cent ist einfach für etwas, was man nicht nutzt, einfach viel zu viel. Soll nämlich gegebenenfalls weiterhin nochmal um 17 Cent erhöht werden auf 18,53 €. Und das wäre ja eine zweckgebundene Erhöhung und das sollte Bürgern und Landtagen natürlich sehr gut zu vermitteln sein, wird hier soweit geschrieben. Das kann man sich mehr, nicht mehr vorstellen, was hier abgeht. Es ist eine absolut bodenlose Frechheit und ich habe das Ganze mal ausgerechnet, weil die gehen hier nämlich davon aus, oder die haben hier zurzeit 1,89% dieser 8 Milliarden Rundfunkbeitrag werden zur Verfügung gestellt für diese Film- und Fernsehbranche oder wie es ja genannt, Filmbranche. Jo, das habe ich mal ausgerechnet. 9% von 8 Milliarden sind flockige 151.200.000 €. Ja, damit kann man wirklich gut leben, gute Bezahlungen machen, aber ob das so gerecht ist, das wage ich doch ganz klar hier an der Stelle zu bezweifeln. Und diese 17 Cent kommen nicht von ungefähr. Das bezieht sich nämlich darauf, dass es eine Erhöhung von einem weiteren Prozent wäre. Und das wären dann halt ganz genau diese 17 Cent runtergebrochen auf alle Zahlungspflichtigen davon. Leute, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Wir werden diese GEZ nie im Leben los. Ich befürchte es. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten Video. Heute Abend um 18 Uhr. Ciao.